Hadi, hadi, hadi. Hadi wohl. Das ist die erste Sendung der Super Monk Brothers. Wir waren in der Fußgängerzone Leipzigs unterwegs und haben die Menschen befragt, wie schaffen wir den Weltfrieden und was kann jeder Einzelne für mehr Frieden auf der Welt tun. No comment. Shut down your fucking camera. Hier sind wir. Und das nicht zur Mittagspause. Da müsst ihr welche fragen, die Schlips fragen, nicht ich. Wir haben keine Zeit, um Krieg zu machen. Wir sind auf Arbeit. Oh, kein Plan. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir haben keine Zeit. Ich muss weiterarbeiten. Aber Kult hat euch engagiert. Nee, danke. Wir müssen hier Bewerbungsmappen abgeben. Okay, viel Erfolg. Nicht wissen. Keine Ahnung. Gute Frage, aber darauf habe ich leider keine Antwort. Ich finde das einfach nur dämlich, dass sie Kriege haben. Ich weiß aber nicht, wie man damit so, dass es aufhört oder so. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich würde es selber gerne wissen. Meine erste Maßnahme wäre Geburtenkontrolle. Cannabis weltweit legalisieren. Begifte Soldaten sind ruhige Soldaten. In Deutschland, Ukraine, überall so viele Konflikte, Kriege. Ja, und so. Ja. Das ist normal, überall das. Was macht man mit den Kriegen und Soldaten und so? Naja, wenn sie bekifft sind, nach Hause schicken, damit sie chillen gehen. Nee, weil Krieg wird es immer geben, sag ich mal so. Na, kein Krieg mehr. Dann würde ich gucken, das klingt jetzt brutal, die hübschen Menschen sich fortpflanzen. Die hässlichen, die müssten sich sterilisieren lassen. Dann würden wir uns auch nicht mehr prügeln um die hübschesten Frauen. Und der muss sich einen richtigen Partner suchen. Ich hab das Glück. Ein bisschen mehr miteinander reden. Das ist schwer zu machen, indem man keine Waffen mehr baut. So einfach ist das. Indem man Frieden in sich kriegt. Make love, not war. Das ist immer gut, oder? Geld abschaffen, wird nur noch jeder eine Chipkarte. Statt Geld würde ich sagen, Punktesystem. Wer sich nützlich macht in der Gesellschaft, der kriegt Punkte. Und wer sie unnütz macht, der muss unter der Brücke schlafen. Ja, die politischen Ansätze sind sowieso alle kurze. Toleranz. Love. Nicht die unterstützen, die halt gegen den Krieg sind sozusagen. Liebe. Liebe? Liebe. Reichtum für alle. An Demonstrationen teilnehmen ist glaube ich, immer gut. Money. Ich finde es zum Beispiel wichtig, dass die Leute aufhören, den Marken hinterher zu laufen, ja. Dass sie entdecken, kleine private Brauereien zum Beispiel, fränkisches Bier. So the people who have money, they are peaceful? Yeah, oh, not really. Man sollte einen Führerschein machen für Eltern. Weil ich betrachte die Welt als ein Raumschiff, wird immer enger und wir hauen uns bald die Köpfe ein für irgendwelchen Erdölkack oder was, ist ja auch bald alle. Die Welt bräuchte einfach mehr Menschen, die sich für den Frieden einsetzen. Ich glaube, Kommunikation ist sehr wichtig, insbesondere internationale Kommunikation. Wir schaffen immer gut sein. Immer gut sein? Ja, immer gut sein, dann immer Respekt. Respekt immer? Ja, immer Respekt, immer gut sprechen, gut helfen. Helfen und gut. Arme Leute helfen, alte Leute helfen, junge Leute helfen, Kinder helfen. Dann alles gut. Ich glaube, dass es ist sehr wichtig zu verstehen, dass andere Leute in anderen Ländern leben, anderen von uns. Und wir müssen das akzeptieren und nicht sagen, sie müssen wie ich leben. Erstmal zu Hause anfangen. Die meisten wollen Weltfrieden und Streit in der Familie, ist ja Schwachsinn. Wenn wir andere Kulturen kennenlernen können, dann werden wir sie akzeptieren. Die platteste Antwort wäre wahrscheinlich Veränderung. Von? Ja, so wie es aktuell aussieht, von ganz grundlegenden Arten miteinander umzugehen. Ich glaube, Ausbildung ist auch sehr wichtig. Auf die Mitmenschen achten, auch so im persönlichen Umfeld. Mehr Innerlichkeit und mehr Reflex, also dass Menschen reflektieren und darüber nachdenken, was sie tun. Kinder großziehen und ihnen versuchen, ein besseres Weltbild zu vermitteln. Und dass sie vielleicht später auch aus ihrem Leben was machen und glücklich sind. Dass einfach grundlegende, gewohnte, hergebrachte Verhaltensweisen sich ändern müssen, die nicht mehr funktionieren. Mit Leuten so umgehen, wie man selber behandelt werden möchte.
durch Empathie, durch also Nachfragen, Nachhaken, was betrifft andere Menschen, was denken andere Menschen. Dass man die anderen besser verstehen kann. Ganz genau. Aufeinander zugehen und selbst einen eigenen Standpunkt haben und aber von diesem Standpunkt dann eventuell auch mal ein kleines Stück wegrücken. Da wird es schon schwieriger, weil alle nur Geld verdienen wollen. Ja. Und da macht jeder nur mit und betrügt den anderen. Und wie alle insgesamt betrügen wir uns eigentlich selbst. Das Geführte, dass man weiß, die Kinder haben eine sichere Zukunft und dazu eine geistige Freiheit. Aber wahrscheinlich geht das nicht. Auf die Probleme aufmerksam machen. Was man nicht unbedingt also in dem Fernsehen unbedingt sieht, sondern nicht selber vielleicht ein Bild machen, von der Lage mal ein Buch lesen oder so. Also ich denke, dass wir schon als Einzelperson unbedingt an unserem Platz etwas beeinflussen können. Und das wirkt dann irgendwo auch im Großen. Das ist meine Hoffnung. Vielleicht sollte man klein anfangen und erstmal mit so Sachen wie vegetarisch leben oder vielleicht sogar vegan leben anfangen. Naja, es gibt halt manche Menschen, die halt nicht so ganz nett sind und manche, die halt sehr zum Beispiel gemein sind oder irgendwie Stress wollen. Und wenn es die nicht gäbe, wäre vielleicht dann auch mehr Frieden. Ja, einfach sich in andere Menschen hineinversetzen zu können, in der Lage sein, Mitgefühl zu empfinden und was ändern zu wollen und sich allgemein zu interessieren für das Wohl anderer Menschen und die Interessen anderer Menschen. Eben probieren, zumindest da, wo man herkommt, schon mal einiges zu ändern und sich in die Politik einmischen und ein bisschen was machen. Ich glaube, wenn man bei sich selbst anfängt und anderen Menschen gegenüber Vertrauen schenkt, dann kommt dann oftmals auch was zurück. Ja. Ich glaube, dass jeder muss etwas tun, um nachhaltige Entwicklung zu beitragen. Okay. Ja, sehr alles. Ach, es fängt wahrscheinlich schon bei Kleinigkeiten an, dass man einfach sich ja, nicht verschließt und ein Bewusstsein schafft und sich einfach für Dinge interessiert. Ich denke, es fehlt viel auch am Bewusstsein der Menschen für den Frieden. Also es gibt zwar viele soziale und politische Krisen, aber ich denke, dass es eher vom Menschen ausgeht. Und da ist es am Bewusstsein, dass es oft daran liegt. Die Werte stimmen nicht mehr für mich. Also es ist alles viel zu äußerlich und es wird alles in Klischees gepresst, über einen Kamm geschert. Es fängt schon in Kleinen an, ob der Mensch dick oder dünn ist. Es ist so albern. Also es gibt so viel wichtigere Dinge im Leben als solche Sachen und Äußerlichkeiten. Das sind so unwichtig. Also mit mir selbst in Frieden sein, das ist schon echt eine Aufgabe. Wenn man das geschafft hat, kann man vielleicht als Vorbild auch oder als Mensch irgendwie in die Welt gehen und dann halt zeigen, dass man in Frieden leben kann und dann gibt es womöglich auch Menschen, die das auch möchten. Und dann klappt das, glaube ich, eher sowas. Hey, Harry Bohl, das waren ja schon mal viele gute Antworten. Und wir versuchen jetzt nicht, uns drüber lustig zu machen oder das jetzt in alle Schubladen einzuordnen, zu bewerten und herunterzuwürdigen, sondern einfach mal zu schauen, was ist denn wirklich die Ursache? Und wenn wir die Ursache haben, was kann denn dann eine tiefsinnige, nachhaltige, wirklich essentielle Lösung sein? Und wir hatten jetzt so Antworten dabei, die jetzt ja, davon zeugen, dass man jetzt nicht mehr so viel Interesse hat. Ne? Ach, lass mich in Ruhe, keine Zeit, muss arbeiten. Und ja, das ist dann halt ein bisschen schade. Da ist dann die Bemühung gar nicht da. Vielleicht denke ich mal drüber nach. Was fällt mir denn dazu ein? Es ist eigentlich schön, wenn eine Frage ein bisschen schwieriger ist, ne? Dann, dass man mal nicht sofort eine Antwort, sondern dass man erstmal in sich geht. Wie bei einer schweren Rechenaufgabe. Ne? Das guckt man auch nicht drauf und hat sofort die Lösung, sondern muss erstmal ein bisschen nachdenken. Aber dafür ist es halt auch eine kompliziertere oder eine ja, tiefgreifendere Aufgabe. Ne? Okay, und dann hat man so Antworten, die politischer Natur sind oder ökologischer, ökonomischer Natur, so Lösungsansätze auf der materiellen Ebene. Und das aus vedischer Sicht ist es so ein bisschen wie bei, wenn ich eine Krankheit habe, dann kann ich auch erstmal die Symptome versuchen zu lindern oder wenn ich auf der Ebene der Symptome versuche, was zu machen, dann sieht das manchmal sogar kurzzeitig wie eine Lösung aus.
aber es ist dann auf lange Sicht nicht wirklich eine Lösung. Und deswegen schauen wir halt erstmal nicht sofort nach einer Lösung, sondern wir versuchen erstmal zu gucken, was ist denn wirklich die Ursache? Und in den Veden wird sehr schön beschrieben, dass eigentlich die Ursache ist Vergessen, spirituelle Ignoranz. Wir vergessen, wer wir sind und identifizieren uns mit Sachen, die äußerlich sind. Wir identifizieren uns mit der Nation, mit der Hautfarbe, mit dem Geschlecht, mit der Bevölkerungsschicht, mit der intellektuellen Ebene. Ich bin mehr so der Freigeist. Ich bin so ein naturverbundener Mensch. So, es gibt Identifikationen auf verschiedenen Ebenen. Doch wenn wir nicht zum Kern vorgehen, ne, wir als Lebewesen, wir als im Vedischen heißt es Atma, die Lebenskraft, die wirklich diesen Körper mit Energie durchdringt. Wer ist dieses Ich, das nach Genuss sucht? Weil mit der Identifikation kommt auch sofort eine bestimmte Richtung, in der wir nach Genuss suchen. Und sobald wir halt vergessen, wer wir sind, vergessen wir auch, was wir eigentlich brauchen, was wir eigentlich wollen. Und suchen diesen Genuss in Sachen, die ja nicht wirklich zufriedenstellend sind. Wir bereichern uns mit Gegenständen, wir scharen Anhänger um uns rum oder versuchen, so viel Geld wie möglich zu machen, versuchen, den Lebensraum, den wir hier geliehen bekommen haben, zu sichern mit einem Zaun und so viele Sachen, die nichts mit der Seele zu tun haben, sondern nur mit den äußeren Merkmalen, stecken uns und andere in Schubladen und dadurch kommt es zu Streit. Und in den Veden wird sogar gesagt, es ist im Grunde wie, es ist so ein starkes Verlangen, dass es wie eine Sucht ist. Und Süchtige, die können nicht harmonisch miteinander leben. Wir sind wie besessen von materiellem Genuss. Und deswegen kommt es ganz zwangsläufig zu Reibereien, zu Streitigkeiten, zu Kriegen, je nachdem auf welcher Ebene. Und deswegen können wir wirklich nur Frieden bekommen, wie das dann sehr schön kam, auf der Ebene des Bewusstseins. Wenn wir erstmal schauen, wer bin ich, erstmal bei uns selbst anfangen, das haben viele gesagt. Und das ist ein Lösungsansatz, der viel, viel tiefgreifender ist und nachhaltiger. Und so wie das bei einer Behandlung mit einer Krankheit ist, es muss nicht ausschließlich sein. Das heißt, wir können auch auf der materiellen Ebene einige Sachen machen. Das heißt, wir können auch eine Hautsalbe auftragen. Aber wir dürfen nicht, während wir das tun, denken, dass das die Lösung ist, sondern das ist lediglich eine Linderung und kann lediglich begleitend sein. Das heißt, wenn wir einem spirituellen Prozess folgen, kann man als Begleitung auch noch was auf der materiellen Ebene machen. Aber nie vergessen, das Wichtigste ist die spirituelle Lösung. Und das ist, wo wir sehr viel Ratschläge und sehr, sehr viel Guidelines, sehr viel Richtlinien bekommen in den vedischen Schriften. Die Bhagavad Gita sagt uns sehr, sehr viel, weil es ein praktischer Lebensweg ist. Das war auf jeden Fall nicht das letzte Mal, dass wir in den Fußgängerzonen unterwegs waren. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, bin auf die Antworten gespannt und bis dahin, Haribo. Das war lehrreich.